Hallo meine lieben Freizeitstrategen da draußen und herzlich willkommen zurück bei XCOM Chimera Squad. Wir sind jetzt hier gleich in der dritten Begegnung unserer Mission, wo wir mal wieder eine wichtige Person nicht töten, sondern tatsächlich überwältigen sollen. Wir haben jetzt hier gleich zwei Effekte. Unsere Vorhut wird entwaffnet. Das heißt, die erste Einheit, die eingeht, wird keine Waffe haben. Das macht aber nichts, da weiß ich nämlich schon, wen ich als allererstes reinschicke. Waffe ist egal, so umgeht man das Problem. Und besiegeln. Die letzte eine, die durch diesen Zugang geht, verursacht plus 3 Schaden. Das finde ich sehr, sehr nice. Dann gebe ich mal Cherub hier den Vortritt. Sie geht rein, macht jetzt hier mal erneuern, weil lohnt sich jetzt auf jeden Fall. Und Torque ist dann diejenige, die dann ja, den Bonusschaden bekommt. Go. Bewegung, Leute. Da war die Heilung. Und rein. So, sie hat jetzt hier die Möglichkeit, den hier anzugreifen. Der Paladin ist auf jeden Fall aggressiv. Der wird auf jeden Fall aber auch erst schießen. Die Otter könnte man gleich ausschalten. Da drüben ist ein alarmierter Paladin. Ja, der ist halt aggressiv. Deswegen mache ich jetzt hier den furchtlosen Vorsturm auf den Legionär. Der flankiert uns nämlich ansonsten. Der muss beschäftigt werden. 89 Schaden. Chance auf 89%. Ne, dann weiß ich auf jeden Fall, dass das hier ist das beste Ziel. Feuer. Zack. Ich werde es echt versuchen, Platz 4 auszuschalten. Immerhin bewusstlos geschlagen. Und du machst Bonusschaden. Jetzt gucken wir mal. 56, 39, 59%. Ich versuche mein Glück. Yes! Au. Aber halb so schlimm. Wir haben es geschafft. Zack. Der hat auch schon mal... Was ist denn das da hinten? Was ist denn das für ein Riesenvieh? Das ist der VIP. Verhaften Sie ihn, wenn möglich. Was ist das denn? Ich weiß es nicht. Ich weiß gar nicht, ob ich das gut finde, was da... Erstmal auf die andere Seite, wo man Deckung hat. Und dann haue ich den jetzt hier erstmal direkt mal um. Der wäre nämlich ansonsten jetzt gleich dran gewesen. Jetzt ist es nicht mehr. So, du kannst jetzt hier direkt diese Position hier einnehmen. Und in Deckung gehen. Oh nein. Oh, es ist ausnahmsweise mal nicht Gift. Ja. Ein bisschen Zynismus muss erlaubt sein. Okay, ein Gesichtsloser. Was zum Teufel bist du? Es ist groß und gesichtslos. Ja, ich schieße mal auf die Gesichtslosen, ne? Weil... Hab nicht so viele Optionen. Nein. Ach komm. 71% aus der Hölle. Der ist schneller als er aussieht. Hi. Ich habe das Gefühl, das ist ein Nahkämpfer. Ja, das ist ein Nahkämpfer. Der kann mehrere Einheiten gleichzeitig attackieren. Das haben wir jetzt gerade eben gelernt. Du gehst dahin und wirst dich jetzt selber schnell heilen. Oh, damn it. Schutz. Was macht er? Oh no, was ist das? Irgendeine Psi-Fähigkeit, die ich jetzt schon ätzend finde, obwohl ich nicht mal weiß, was es tut. Ach, das ist so eine Art Schild. Ach nö. Oh ey, also ich stehe gerade einfach nur noch voll unter Druck, merkt ihr das? Den großen kann man gar nicht hier... ich würde am liebsten die Pythonis da runterballern. Aber dran sind vorher andere. Die Schlange zum Beispiel. Der ist noch lange nicht dran. Der ist auch noch lange nicht dran. Der da hinten ist halt relativ bald dran. Da followt jemand herzlich willkommen. Ohne Witz, ich muss die Otter wegmachen. Ist hier wieder Otter gegen Otter Party. Feuer. So. Problem gelöst.
Raptor. Den hier muss ich jetzt irgendwie überwältigen. Ich weiß bloß noch nicht wie. Der Große ist jetzt gleich wieder dran. Dann wird es Zeit, dass man ihn mal haut. Zersplitternd. So. Dass er nicht nochmal diese Scheiße da macht. Und du ziehst dich jetzt einfach wieder hierhin zurück. Mit deinem Momentum. So, du machst jetzt mal ein Schild auf dich selbst und ballerst dann den Großen da weg. Nicht, dass er noch irgendwie Scheiß baut. So, sehr gut. Ja, da muss ich jetzt auch demnächst mal was tun. Aber das machen wir jetzt auch gleich. So, Talk ist dran. Talk. Ja, geht es hier ran und schießt es einfach auf diese dämliche Python. 85% Chance. Gib ihm. So, die müsste jetzt eigentlich auch loslassen. Ne, tut sie nicht. Weil sie geschützt waren, nehme ich mal an. Dann hauen wir diese blöde Python jetzt einfach mal. So, Waffe deaktiviert. Jetzt lässt sie los. Sehr wichtig. Und du kehrst wieder zurück. So schnell ich kann. Hab dich im Blick. Ach nö. Ach so, diesen Schildschlag aus der Hölle kommt. Festnahme abgeschlossen. Boah, irgendwann ist aber auch mal gut. Boah, sie ist auch schon wieder halb down, ey. Was heißt halb down? Die ist so gut wie down. Zieh dich mal dahin zurück. Und heil dich selbst. Schutz. Und immer wieder einigermaßen auf dem Damm. Ah, hat er den Kinetikschild tatsächlich hier gerade eben. Oh, der ist kurz vor der Flucht. Seht ihr das? Ich muss verhindern, dass der jetzt da abhaut. Ich kann versuchen, das mit Talk noch zu machen. Bewegung hält fit. Versuche mein Glück. Was? 0%? Warum? Okay, dann hau ich den jetzt halt einfach mal. Schade, dass du dich nicht gewinnst. Oh, gut. Wäre sonst ärgerlich gewesen. Zerschmetternd. So, wir haben es immer noch hinbekommen. Okay, also das Gute war, also komisch, dass ich ihn halt mit der Zunge nicht holen konnte. Aber immerhin konnte ich ihn einfach mit einem Schlag kaum schlagen. Der hatte also im Grunde nur einen einzigen Hitpoint. Damit kann ich leben. So, ausschalten. Geschafft. Hey, okay, oh, ey, schwer verwundet. Also Terminal hat echt eine drauf bekommen. Am Anfang hat er sehr viel volle eine drauf bekommen. Permanent vergiftet worden. Aber wir haben es geschafft. Der Waffenkauf vereitelt. Der graue Phönix hat einen Anführer weniger. Weniger verbotene Waffen als vor dem Treffen und weiß, dass die Polizei ihren Waffengeschäften auf der Spur ist. Das war ein guter Tag für den Chimera-Trupp. Sehr gut. Bewertung nicht vorhanden, weil wir kacke waren. Ich habe keine Ahnung, also da steht halt einfach nichts drin, ne? Wenn du halt einfach, glaube ich, zu viel Schaden bekommst, dann kriegst du einfach keine Bewertung da. So, naja, reden wir nicht drüber. So, extra Belerium, extra Credits. Ey, das war eine richtig gute Runde. Alles bekommen, was wir wollen. Wirtz hat seine Ausbildung abgeschlossen, kann jetzt also wieder normal kämpfen. Gefällt mir. Gut gemacht. Kein Waffenhändler ist gewillt, mit dem grauen Phönix Geschäfte zu machen, solange der Chimera-Trupp vor Ort ist. Das ist gut. Oh, was ist das? Nächste Operation wählen. Das ist neu. Verfolge die Personalbewegung. Wir wissen, dass der graue Phönix sein Personal schnell durch City 31 bewegen kann. Wenn sie herausfinden, wie, können wir ihnen den Weg abschneiden. Dann gibt es ein düsteres Ereignis. Der graue Phönix fühlt sich stark genug, um zivile Geiseln als Spielfiguren für ihre Pläne zu benutzen. Was? Oder stoppt die Alien-Entführung. Wir haben den Grauen Phönix mit einer Reihe von Alien-Entführungen in City 31 in Verbindung gebracht. Finden Sie heraus, was der Graue Phönix mit diesen Aliens will. Wir müssen sie nach Hause bringen. Düsteres Ereignis, der Graue Phönix hat genug Mittel, um weitere Söldnerverstärkungen anzuheuern. Ah, ich sehe schon, also entweder ich kann jetzt die Personalbewegung verfolgen oder Alien-Entführung. Das scheint also crossover-mäßig zu sein. Oh Gott. Was finde ich unangenehmer? Zivile Geiseln finde ich echt unangenehm.
Heißt es jetzt, dass das passiert, wenn ich das hier mache? Oder heißt es jetzt, dass das hier passiert, wenn ich das hier mache? Ich weiß noch nicht, wie das ist, aber ich mache mal, stoppe die Alien-Entführungen. Ich schätze mal, dass sie jetzt einfach mehr Söldner haben. Das heißt, die Kämpfe werden wahrscheinlich noch gefährlicher. Aber damit schütze ich die Zivilisten. Ha, wir sind so heroisch, wir machen das. So, okay. Ja, sie können jetzt hier noch mehr Söldner anheuern. Aber dafür muss ich jetzt dann hier das hier machen, alles klar. Okay, Ausbildung. Oh, Level Ups. Mehr als ein Dutzend Verletzte, bevor die Polizei die Demonstranten vor dem Raumhafen trennen konnte. Commissioner Malouf verurteilte die Kämpfe. Natürlich dürfen Demonstranten ihre Meinung kundtun. Wir haben einen Krieg für dieses Privileg geführt. Aber gewalttätige Ausschreitungen können wir nicht tolerieren. Vorarbeiterin Glorva von der Gewerkschaft der Schiffsarbeiter gab hierzu folgende Erklärung ab. Wir halten uns ans Gesetz. Aber heute wurden nur Mutons verletzt. Wenn uns die Polizei nicht schützen will oder kann, werden wir uns selbst schützen. Ein Bericht von Ziel Judesh für Kanal 37. Es wurden nur Mutons verletzt. Das ist äußerst irritierend. Diskussionswürdig. So, erstmal erstmal Level Up sie bei Sephir. Was kriegt sie denn Schönes? Sie bekommt jetzt entweder Abriegelung. Sephir greift jeden Feind an, der in Nahkampfreichweite kommt oder angreift. Okay, greift jeden in Nahkampf. Ist das eine passive Fähigkeit? Man sieht es halt leider nicht. Oder Druckpunkt. Nahkampfangriffe, die einen Feind töten würden, machen ihn stattdessen bewusstlos. Nahkampfangriffe verursachen zusätzlich plus einen Schaden. Ersetzt überwältigen. Ja, das ist aber auch sehr geil. Das heißt, da kann ich weiterhin mehr Leute gefangen setzen. Sie macht mehr Schaden und sie kann die Leute ab jetzt bewusstlos hauen. Das ist eigentlich genau das, was ich schon die ganze Zeit am liebsten bei ihr will. Ich meine, das klingt auch nicht schlecht. Sowas ähnliches habe ich im Livestream schon mal gesehen bei einem anderen Charakter. Zumindest ahne ich, dass es relativ ähnlich funktioniert. Aber das ist seltener, glaube ich, der Fall, dass Gegner in ihre Nähe kommen. Deswegen mache ich das jetzt mit dem Druckpunkt. Wobei ich auch nicht weiß, ob sie dann trotzdem automatisch den Schaden machen würde, selbst wenn sie selber rangeht und nochmal extra Schaden macht. Aber ich finde das sehr, sehr praktisch, das mit dem Bewusstloshauen. So, dann können wir noch bei Talk nachschauen. Du bekommst toxischer Gruß. Talk spuckt Gift auf ein Ziel. Ah, sie kann jetzt auch Gift spucken. Sehr schön. Das nehmen wir gerne mit. Okay, dann haben wir wieder eine Ausbildung frei, denn Birch ist fertig mit seiner Aufgabe. Und die Frage ist halt, oh, Godmother kann spezialisiert werden. Einfache Konditionierung, das hat sie noch nie gemacht. Sie ist bei was anderem beschäftigt. Hoppala, ich bin doof. Godmother ist mit was anderem beschäftigt, deswegen wurde sie gelb angezeigt. Ich bin so doof. Habe ich Virgis eigentlich schon die Trefferpunkte gegeben? Nö, dann gebe ich ihm die Trefferpunkte auch. Der darf erstmal noch weiter trainieren. Aber genau das haben wir, wie gesagt, jetzt hinter uns. Was? Kann ich jetzt noch eine Einheit trainieren? Wirkt buggy. Okay, nee, keine Aus... Also es wäre, glaube ich, gegangen. Hä? Ach nee, er wurde jetzt einfach wieder rausgeschmissen. Jetzt funktioniert's, alles klar. Okay, dann haben wir Illyrium. Leider kein Geld, Anarchieänderungen... Hier sind Sachen gestiegen. Wir werden nicht genug Geld haben, um wahrscheinlich was großartig zu kaufen. Automatiklader, Waffen, Störgranate, Medikit, Rauchgranate. Habe ich bis jetzt noch nicht eingesetzt, obwohl ich sie besitze. Wir haben den Grauen Phönix mit einer Reihe von Alien-Entführungen in City 31 in Verbindung gebracht. Finden Sie heraus, was der Graue Phönix mit diesen Aliens will. Wir müssen sie nach Hause bringen. Alles klar, okay. Oh Gott, hier ist gleich Anarchie am Start. Dann mache ich jetzt mal Folgendes. Ich senke jetzt hier erstmal die Unruhe. Und ich kann theoretisch jetzt auch schon mal die Anarchie hier einfrieren, also die Unruhe. So, dann wächst das nämlich jetzt erstmal nicht, weil das hat auch Abklingzeit. Es ist blöd, das nicht zu nutzen. Dann gucken wir mal, wir könnten einen Informanten finden oder Illyrium-Schmuggler.
Hey, lustig, Informant finden, da bekommen wir ja Lehrum. Lehrumschmuggler bekommen wir Informationen. Ihr könnt vielleicht meiner Verwunderung folgen. Erstmal lesen. Hier, ein Informant der Polizei wird vermisst, wenn wir Zugriff auf seine, Entschuldigung, wenn wir ihnen Zugriff auf unsere moderne Suchausrüstung geben, könnte das die Suche eingrenzen. Da bekäme ich halt Illyrium. Illyrium habe ich aber gerade eben genug, das rockt mich nicht, deswegen werden wir das hier machen. Illyrium-Schmuggler. Die Polizei war bisher nicht in der Lage, einen Illyrium-Schmuggelring in der Stadt zu zerschlagen. Wenn wir ihnen da helfen, ihre Verstecke zu finden, wird die Polizei uns die beschlagnahmte Ware überlassen. Ja, die beschlagnahmte Ware sind Informationen. Cool, machen wir. Tag vorrücken. So. Unruhe wurde gesenkt. Gottmutter hat abgeschlossen. Der Graue Phönix folgt zwei Anführern. Beides Mutons. Hüterin Xell kümmert sich um ihre technischen Belange. Und dann ist da noch Stabschef Yavo. Er ist für ihre kriegerischen Angelegenheiten zuständig. Xell und Yavo sind Unbekannte. Es ist unklar, wer von ihnen das Sagen hat. Interessant. Okay, wir kennen jetzt immerhin die Fraktionsführung. Ehemalige Advent-Ingenieure Hüterin Xel entwirft technische Pläne und Stabschef Yavo führt ihre Truppen. In den Aufzeichnungen in der Nachkriegsstrafanstalten ist keiner von Text ist abgeschnitten. Ja, keiner von ihnen verzeichnet, heißt es wahrscheinlich. Okay, wir haben den Spezialeinsatz abgeschlossen. Die Spannungen am Raumhafen nahmen heute weiter zu, als Muton-Demonstranten mit Knüppeln hinzukamen. Vorarbeiterin Glorva von der Gewerkschaft der Schiffsarbeiter beruhigte. Das sind nur Werkzeuge zur Reparatur von Raumschiffen. Es sind spirituelle Werkzeuge, keine Waffen. Ein durchgesickertes Video von Erde über alles schien die Eskalation zu forcieren. Wenn Sie damit zuschlagen, ist das Ihr Ticket zurück ins Gefängnis. Tragt dicke Polsterung, provoziert sie verbal und stellt sicher, dass es vor einer Kamera passiert. Wir halten Sie auf dem Laufenden. Sie hörten Celio Dash von Kanal 37. Das ist aber schon ziemlich krass, wenn so ein Video durchsickert mit solchen Aussagen, weil dann ist auf jeden Fall schon mal klar, dass da absichtlich provoziert werden soll. Und dann kannst du eigentlich tatsächlich schon diese Leute eigentlich schon quasi angehen. Ich bin zwar kein Jurist, aber je nach Rechtslage, wenn du einen Rechtsstaat hast, kannst du normalerweise dann schon was gegen diese Provokation ganz, ganz gezielt machen. Kannst dir zum Beispiel Versammlungsrecht quasi entziehen, Demonstrationsverbot erteilen und so weiter und so fort. Gibt schon einige Möglichkeiten, aber hängt wie gesagt auch vom Rechtsstaat. Aber ich glaube, wir haben in City 31 hier solche Probleme, dass wir sowas nicht haben. So, sie hat ihren Spezialeinsatz abgeschlossen. Wir haben jetzt nochmal ein paar Informationen mehr. Das heißt, ich werde jetzt hier nochmal ein weiteres Feldteam hier klabastern. So, Moment, das klabastere ich da rein. Und dann mache ich das da. Finanzen bestätigen, weil mehr kann ich eh nicht machen. Jetzt haben wir schon mal 6 Feldteams. Das ist schon mal eine coole Sache. Ich muss aber auch demnächst mal dafür sorgen, dass die Feldteams besser werden. Da oben haben wir jetzt hier noch eine Mission, die heißt Verräter. Ich schaue die mir gerade eben schon mal an. Oder bekomme ich eine Splittergranate und Informationen. Unsere Gegenspieler wollen einen berüchtigten Waffenhändler ausschalten. Wir müssen ihn da rausholen, bevor sie ihn finden. Oder das hier. Oh, düsteres Ereignis. In manchen. Oh, das ist ein düsteres Ereignis. Ah, in manchen Ermittlungseinsätzen nutzt die feindliche Fraktion besonders starke Kräfte im Kampf. Diese nennen sich düstere Ereignisse. Wie bei einem Einsatz aktiven düsteren Ereignisse werden in Ermittlungsbildschirm und der Vorbereitung auf den Einsatz angezeigt. Mehr Informationen bitte. Je näher du der Zerschlagung einer Fraktion kommst, desto häufiger tauchen düstere Ereignisse auf. Spätere Ermittlungen beginnen bereits mit mehreren düsteren Ereignissen. Im Ermittlungsbereich werden alle düsteren Ereignisse angezeigt, die der aktuellen Fraktion zur Verfügung stehen. Okay, also ich kann hier einen Vorstoßgegenstand bekommen, die Unruhe hier senken und Informationen bekommen, aber es ist ein düsteres Ereignis. Söldner des Würgernetzwerks sind vor Ort. Ich habe das Gefühl, das sind irgendwelche Schlangen. Gut, ich wollte jetzt aber da noch nicht reinspielen. So, ich hatte nämlich noch andere Dinge vor. Denn wir haben noch eine Person frei. Jetzt möchte ich eigentlich mal wieder Godmother mitnehmen. Wen nehmen wir denn dafür wieder raus? Also sie bleibt auf jeden Fall drin wegen Heilung. Cherub ist eigentlich auch unabdingbar. Ne, warte mal, ich schicke Godmother nochmal
los. Sie soll jetzt Fleißarbeit machen, Informationen beschaffen. Ja. Tut mir leid, Godmother, aber du machst das gut. Und das Team, das wir momentan haben, macht seinen Job eigentlich auch ganz gut. warte mal, mit den Credits können wir gerade mal schauen, ob wir noch was kaufen können, was Sinn macht. Betäubungsgeschosse brauchen wir nicht. Suchgeschosse. Erhöhen die Zielsicherheit. Rauchgranate. Machgewebe könnte man machen. Infiltratorgewebe brauchen wir nicht. Blendgranate brauchen wir vielleicht. Desorientiert Feinde in einem großen Radius. Verbündete Truppen sind davon nicht betroffen. Blendgranate wären natürlich mal nicht schlecht. Schaft würde... Android brauche ich nicht. Ich will mal eine Blendgranate kaufen. Und ansonsten spare ich jetzt mal. Aber auf jeden Fall möchte ich diese Blendgranate jetzt auch halt... mitnehmen in den nächsten Einsatz. Wer soll die denn nehmen? Kannst du die nehmen? Ausrüstung? Ja, die Sprengladung und Betäubungsgeschosse. Er nimmt jetzt die Blendgranate. Und dann nimmst du Betäubungsgeschosse. Jo. Man könnte natürlich jetzt auch irgendwelche Waffenverbesserungen nehmen, aber ihr seht, man könnte schon zwei Waffenverbesserungen haben. Schafft. Fehlschüsse verfügen immer noch einen Schaden zu. Das kann halt taktisch unglaublich wertvoll sein. Weil man nämlich dann eventuell jemanden ausschalten kann, den man oder zumindest mal so weit anhitten kann, dass er... Also du kannst auf jeden Fall auf jemanden schießen, der fast nicht getroffen werden kann. Gekauft. Dann gehen wir mal nochmal hier in die Waffenkammer. Wem gebe ich das? Terminal, ihm. Gebt das tatsächlich ihm. Ja, Schaft. Der erste, der jetzt hier einen Schaft hat. Gut. Habe ich noch Kohle? Ja, auch nicht mehr so wirklich. Okay, dann werden wir beim nächsten Mal wohl hier die Planungssitzung machen mit der großen Katastrophe. Wir können schon mal reingehen. Ich habe jetzt schon Bock drauf. Okay, Leute, dann gebt euer Schlimmstes und so, ne? Ich meine, wir sind alle neugierig auf das düstere Ereignis, ne? Feinde bewachen Schmuggelware. Holen Sie sie und dann raus da. Ja, das machen wir auch. Gibt es mehrere Vorstöße? Nein. Ah, es ist relativ leicht, da reinzukommen. Besiegeln. Die letzte eine, die du macht extra Schaden. Okay. Dann... Ey, ohne Witz, das lasse ich tatsächlich sie machen, weil sie müsste ja im Nahkampf dann auch extra Schaden machen. Da steht nicht drin, dass sie auf die Waffe beschränkt ist. Und dann kann sie gleich einen, der sogar richtig tough ist, vielleicht sogar K.O. hauen. Hinter mir bleiben. So, was... Oh, da ist schon wieder so ein großes Heslon. Kann ich nicht Phalanx machen? Kann Phalanx nicht machen. Ach so, weil keiner von denen aggressiv ist. Ja, das erklärt's. Okay, 69, 64, 74... Ich schieße auf den Soldat, 72. Na also. Du schießt im... Ne, da ist noch ein Gesichtsloser. Ach du Scheiße. 64%. Soldat will ich ausschalten. Streifschuss leider nur gemacht. So, warte mal. Das ist jetzt hier ein toxischer Gruß. Da kann sich schon mal jemand vergiften von Anfang an. 65%. 67% und schießen. Ist genau gleich. Greifschuss. Okay, du greifst jetzt an und haust den Soldaten hier gleich schon mal ins Delirium. Ja,
Der ist gleich schon mal bewusstlos. 7 Schaden waren's. Hätte man auch mehr machen können. Der hat eine interessante Art, sich zu verstecken. Okay, Leute. Dann würde ich sagen, wir machen beim nächsten Mal weiter, ne? Danke für eure Aufmerksamkeit. Bis zum nächsten Mal. Schöne Zeit. Macht's gut. Tschüss und Ade.